Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich hoffe, euch geht's allen gut, Leute. Und zwar gibt es heute ein Klassen-Setup-Video. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber es haben so viele danach gefragt. Sag mal, wie du dein ECR spielst, sag mal, wie du das spielst, sag mal, wie du das spielst. Mach mal ein Klassen-Setup-Video. Und da habt ihr das Klassen-Setup-Video. Ich habe heute den Greenscreen ausgemacht, wie ihr sehen könnt. Grüner Hintergrund, aber ich dachte mir unten links, da müsst ihr die Klassen auf jeden Fall gut erkennen. Könnt mir auch schreiben, ob ihr die klassische Cam zurückhaben wollt oder ob ihr den Greenscreen cool fandet. Dann werde ich mich so ein bisschen daran richten. Okay Leute, wir kommen jetzt zu den Klassen. Vorab will ich aber kurz erwähnen, das ist für mich, sind das die besten Klassen. Ich finde, man kann nicht sagen, das sind die besten Klassen aller Zeiten, weil jeder hat einen anderen Spielstil, jeder feiert eine andere Waffe, jeder feiert andere Aufsätze und so weiter und so fort. Ich sage euch einfach nur das, was ich am coolsten finde, wie mein Klassen-Setup aussieht. Und zwar fangen wir mal an, Leute. Zurück. Da fangen wir nicht an. Hier fangen wir an. Das ist meine Main-Klasse, die ich immer spiele. Ich bin gerade ins Prestige gegangen, deswegen habe ich Gewandtheit nicht, Leute. Gewandtheit, auf jeden Fall wichtiges Perk. Dann slidet man mehr und das ist für mich das Wichtigste an dem Klassen. Also du slidest schneller und du kannst natürlich auch besser schneller klettern und so weiter. Ihr kennt das ja aus BO2, Leute. Zum Beispiel bei Slums, bei dieser Wand neben dem Blue, kannst du dich schneller drüber ziehen und hast nicht so lange diese Kletteranimation. Deswegen Gewandtheit, auf jeden Fall wichtiges Perk und Leichtgewicht auch. Deswegen, ich spiele da meistens immer beides. Also wenn ich in meinen Klassen diesen extra 2 Gear habe, Leute, dann könnt ihr euch wissen, dass ich da eigentlich Gewandtheit drin habe. Nur weil ich halt gerade jetzt Prestige gedrückt habe, habe ich halt Gewandtheit noch nicht. Aber das ist, wie gesagt, meine Main-Klasse. Vapor, meine absolute Lieblingswaffe. LV, Schaft, langer Lauf, so feiere ich die. Und dann noch ein Gewandtheit und Stim Injection habe ich als Ausstattung. Das hat, glaube ich, jeder drin, weil das ist schon sehr wichtig. Vor allem, wenn dich mehrere Leute pushen und du dich schnell healen willst, ist Stim Injection eigentlich schon echt, muss man drin haben, meiner Meinung nach. So, kommen wir zur nächsten Klasse. Das ist die ICR, wie ich sie normal spiele. Also in meinem Video, da wo mich alle gefragt haben, wie ich sie gespielt habe, da habe ich sie so gespielt, Leute. Und zwar hatte ich hier Reflex, Griff 1, schnell ziehen, keine Pistole, Stim Injection, Plünderer, Leichtgewicht und Geist. Was ich übrigens auch bei der Klasse davor als Perks drin habe. Ich habe es bewusst nicht gesagt, weil ich wusste, ich habe es in der Klasse genauso. Also Geist, damit mich keiner sieht auf dem Radar, Leichtgewicht, Plünderer, weil mir halt echt immer die Muni ausgeht, vor allem in dem Game. Da man auch mehr Kugeln für den Gegner braucht, ist Plünderer schon echt wichtig, finde ich. Und hier habe ich auch nochmal Gewandtheit drin für besseres Movement. Da benutze ich die ICR eher so für den Close Range. Aber es kommt noch eine Klasse, Leute, ihr könnt es glaube ich oben schon sehen, Laser. Das ist die absolute Laserklasse für die ECR, die kommt auch gleich. Die nächste Klasse ist die MX9, da wieder gleiches Prinzip, Leute, gleichen Perks, Plünderer, Leichtgewicht, Geist. Ich habe eigentlich immer diese Perks fast drin, weil ich hasse das, von der Drohne gesehen zu werden, und ich hasse, wenn meine Munde leer ist, und ich hasse es, mich langsam zu bewegen. Und da auch nochmal Gewandtheit an der Stelle, extra 2 Gear, aber habe ich jetzt wie gesagt nicht freigeschaltet, und Stim Injection ganz normal. Und wir haben hier noch einmal LV-Visier, langer Lauf und Hybrid-Magazin. Das sind für mich die besten Settings für die MX9. Aber ich muss sagen, ich spiele in diesem Spiel sehr wenig SMGs, weil die noch nicht so stark sind. Also die Maschinenpistolen, finde ich, müssen auf jeden Fall noch gestärkt werden. Ich weiß, dass die Saug eine mega krasse Waffe ist. Und die Competitive-Leute zum Beispiel, die ich jetzt so ein bisschen verfolge, Scump und so weiter, die spielen auch mit der Saug. Aber ich habe die selber noch gar nicht gespielt. Ich habe zwar in der Beta den Nuklear damit gemacht, haben viele nicht gesehen. Das Video könnt ihr mal gerne abchecken. Das heißt, meine erste Black Ops 4 Nuklear, da habe ich mit der Waffe den Nuklear ausgehauen. Aber zu der Waffe komme ich auf jeden Fall noch, Leute. Also ich werde in den künftigen Videos noch auf jeden Fall für euch noch die Saug spielen. Und jetzt kommen wir zur Laserklasse. Das ist die absolute Laserklasse, Leute. Reflex, Griff 1, Griff 2 und schnell ziehen. Falls ihr wundert, was macht Griff 2? Verringerter Rückstoß beim längeren Zielen vor einem Schuss. Die ICR hat sowieso schon keinen Rückstoß, Leute. Und man hat schon einen Griff drauf. Präzision ist so verdammt hoch. Und dann noch Griff 2, Leute. Dann ist es wirklich einfach der absolute Laser. Man könnte jetzt theoretisch noch hergehen und Folgendes machen. Und zwar, das könnte man noch weglassen. Und irgendwie, ich weiß nicht, Geist, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt drauf scheißt, dann könnte man theoretisch noch so hergehen und das machen, und dann ist es halt komplett übergestört. Noch langer Lauf obendrauf, aber würde ich euch nicht empfehlen, ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. So ist es auch schon echt Laser genug, und man hat da noch den Geist drinnen, was ganz, ganz wichtig ist eigentlich. Und da könnt ihr auch an der Stelle noch hier Leichtgewicht reinhauen oder halt Gewandtheit, je nachdem, was euch wichtiger ist. Oder haben wir das auch. Nächste Klasse, die Sniper-Klasse. Für alle die ganzen Sniper-Fans unter euch, so spiele ich die. Vielleicht ist es nicht das Beste, aber ich habe Großkaliber 1 und 2. 2 macht mehr Schaden ab Hüfte aufwärts, wie ihr da sehen könnt. Und Großkaliber 1 ist für Kopf. Visierlader, da kannst du schneller deine Sniper nachladen, weil man hat 5 Schüsse. Und für so einen Clip, also so einen Quad, musst du echt jede Bullet hitten. Oder für so einen 5-Round musst du jede Bullet hitten. Und deswegen ist es schon mal gut, so einen Visierlader zu haben, weil du kannst im Scope deine Sniper schneller nachladen. Es gibt natürlich auch noch den Stabilisierer 1 und 2, wo deine Waffe weniger zittert. Da man eh meistens versucht, nicht jetzt übertrieben zu hardscopen, ist es jetzt nicht so wichtig, finde ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Stabilisierer 2 macht. Das weiß ich gerade nicht, kann ich euch nicht sagen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn es jemand weiß von euch. So, und dann haben wir als letztes noch meine Klasse. Das ist, die packe ich gerne gegen Noobs aus. Man weiß ja, wenn man in einer Noob-Lobby ist und die Leute nicht so viel Plan haben, von wo der Gegner kommt, ist diese Klasse ist schon wirklich sehr geil. Da haben wir die Vapor, LV-Visier, Schnellfeuer, langer Lauf und Schalldämpfer. Ich glaube, in den vergangenen CODs
konnte man nicht Schnellfeuer, langer Lauf und Schalldämpfer so kombinieren. Das hat dir das Game nicht erlaubt, aber jetzt kann man das und die Klasse ist wirklich geil. Also ich habe da Plünderer noch dabei und Geist und deswegen gegen Noobs wirklich ist die Klasse sehr nice. Wenn ihr eine geile Noob-Lobby habt und schön sneaky bisschen spielen wollt, von hinten kommen wollt, dann kann ich euch wirklich diese Klasse empfehlen. Finde ich richtig, richtig nice. Und natürlich Stim Injection immer dabei, Leute. Ich habe hier ein bisschen gechoked, Leute. Ich kann hier noch ein zweites Perk reinmachen und zwar genau. Leichtgewicht habe ich hier noch drin, immer das so ist es, finde ich, die perfekte Waffe, weil dieses schnelle Movement muss auch sein, wenn man Sneaky spielt. Ich hatte jetzt hier noch ein extra 2G drin. Das ist meine Sneaky-Klasse mit der Vapor, die ich gerne spiele und natürlich die Gold-Tarnung darf nicht fehlen, Leute. Ich habe mir die Vapor auch in Gold gesortet. So viel zu meinen Klassen, Leute. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz vielleicht zu den Streaks, die ich gerne spiele. Was ganz geil ist, ist dieser Thrasher, das ist wie so eine AC-130. Das ist absolut krank, Alter. Dann gibt es noch dieses Scharfschützen-Nest. Ich und James sagen immer aus Spaß, da sitzt ein Faceman bei immer in der Heli drin, weil der snipet mit der Paladin immer runter und hittet jeden Schuss aus irgendeinem Grund, wenn du Open Field schießt. Also fordern sie Unterstützung durch 2 Heli-Scharfschützen an. Also die hitten wirklich jeden Shot aus dem Heli raus. Das ist so der scheiß Faceman beim Heli, Mann. Aber an sich spiele ich wirklich eigentlich immer nur Drohne, Hellstorm und Kampfhubschrauber. Das sind absolut die Standard-Streaks, Leute. Aber ich weiß nicht, ich feiere diese Kombi am meisten, weil die schnell sind. Du verschwendest nicht zu viel Zeit, aber man könnte wirklich hergehen und den Kampfhubschrauber mit einem Thrasher ersetzen. Was nicht mal viel Unterschied macht, ehrlich gesagt. Guck mal, das sind 1250 Punkte. Das sind 50 Punkte mehr. Und dann hast du den Thrasher und der ist wirklich richtig overpowered, aber ich glaube, da quitten die meisten. Das ist wie Raps. Kennt ihr bei BO3 noch, wenn du Raps eingesetzt hast, quitten die meisten. Und deswegen ist das ein bisschen belastend. Ach ja, und zu den Klassen noch, Leute. Ausrüstung spiele ich eigentlich überhaupt nichts, muss ich sagen. Da gibt es Erschütterung, Molotow und so spiele ich alles überhaupt nicht. Taktikmaske spiele ich auch nicht, weil Taktikmaske funktioniert nicht richtig in dem Spiel. Das müssen die noch patchen. Also, wenn dir jemand einen Ninebang in die Fresse wirft und du Taktikmaske hast, bringt das nichts. Oder so gut wie nichts. Auf jeden Fall ist der Effekt nicht da. Größerer Widerstand gegen neuen Knall. Aber du bist absolut noch geknallt oder wie auch immer man es jetzt sagen will. Es gibt auf jeden Fall noch einige Sachen, die in dem Spiel meiner Meinung nach gefixt werden müssen. Ich könnte als nächstes ein Video machen, was ich nicht so gut finde in Black Ops 4. Da bin ich einfach ganz ehrlich zu euch, Leute. Mir gefällt das Spiel. Also das Spiel macht übelst viel Spaß, aber es gibt auf jeden Fall Dinge, die mich schon ankotzen, muss ich sagen. Und die Dinge, die mir am meisten gefallen, sind tatsächlich Dinge, die von damals sind. Zum Beispiel Slums und die Dinge, die man einfach schon kennt. Aber diese paar Neuerungen, da bin ich noch ein bisschen stutzig und ich hoffe, dass man die wenigstens für Competitive ausmachen kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Klassen-Editor-Video ein bisschen helfen, Leute, und es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal bei einem neuen Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace.